Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwent. Heute mal ein bisschen anders, heute keine Deckschmiede oder sonstiges, heute einfach nur ein kleines Update-Video. Es ist auch nicht wirklich eine Talk-Folge. Es gibt ein paar Informationen für Homecoming, allerdings sind die so gering, dass ich sagen würde, es hätte sich nicht gelohnt, eine Talk-Folge zu machen. Es ist einfach so ein bisschen Updates. Erstmal das erste Update, das wir jetzt hier schon im Hintergrund sehen. Es gibt momentan wieder ein Premium-Cake-Wochenende. Dieses Premium-Cake-Wochenende geht bis zum 16. Juli, wahrscheinlich wieder so bis um 12 Uhr. Ihr könnt ein bisschen Kartenfässer aufmachen, könnt ein paar Karten rauskriegen. Vielleicht habt ihr mehr Glück als ich. Ich habe, glaube ich, bei 110 Kartenfässern nur 2 Gold-Premium-Karten bekommen, also eine relativ schwache Ausbeute. Aber ja, dafür, dass ich halt noch ein paar Decks komplett Premium machen konnte, hat es sich eigentlich schon gelohnt, weil das sieht für die Folgen dann doch ein bisschen schöner aus. Was gibt es alles großartig zu berichten? Ich fange erstmal mit einem kleinen persönlichen Teil an, und zwar wollte ich mich nochmal bedanken. Gwent Homecoming kommt erst wahrscheinlich so in 3 Monaten raus. Also die Hälfte der Durststrecke von diesen 6 Monaten haben wir jetzt überwältigt. Jetzt kommt eigentlich so ein bisschen vielleicht der angenehmere Teil. Es soll ja noch irgendwann der PTR kommen für Homecoming, wo wir schon vorab ein paar Informationen haben. Aber ja, Gwent Homecoming wird noch 3 Monate dauern. Und ich habe eigentlich gedacht, dass dieses Interesse an Gwent ein bisschen mehr abnimmt mit der Zeit. Ein bisschen weniger Leute die Videos gucken, aber es hat sich eigentlich nicht so bewahrheitet. Ist es eigentlich fast immer noch genauso viel, wenn nicht sogar ein Teil ein bisschen mehr geworden durch die neuen Zuschauer. Die Leute haben trotzdem noch mal ein bisschen Interesse an Gwent und das freut mich persönlich natürlich. Dafür erstmal ein Danke, dass ihr fleißig noch guckt, auch wenn momentan so eine kleine Durststrecke in Gwent vorhanden ist. Was gibt es für neue Informationen zum Homecoming? Es gab ein bisschen wieder am Forum rumgestöbert, ein bisschen wieder Fragen und Antworten und es gab ein paar Sachen, und zwar sollte diesen Monat ja erstmals die ersten Informationen für Homecoming kommen, und diese Informationen kommen im nächsten Gwent Open. Das heißt, vom 21. bis zum 22. Juli ist ja wieder das Gwent Open Turnier. Ich wurde auch schon wieder gefragt, ob ich das wieder restreame. Da müsst ihr allerdings was dazu sagen, wenn ihr wollt, dass ich dieses ganze Ding restreame, wieder so ein bisschen drüber rede, einfach in Deutsch ein Commentary dazu abliefer, dann kann ich das gerne machen. Wenn das Interesse von euch da ist, dann sage ich, okay, mache ich zu den Zeiten den Stream an und wir gucken uns dieses Gwent Open wieder gemeinsam an. Dann mache ich das gerne, ja. In diesem Gwent Open sollen halt die ersten Informationen, die ersten Bilder zu Homecoming komplett kommen. Das wurde uns ja diesen Monat versprochen und mit Homecoming ist es dann, mit dem Open ist es dann soweit. Ich denke mal, wir werden wieder zwischen den Spielen dann immer wieder wie beim Midwinter Patch eine kleine Information sehen, was sich großartig geändert hat, wie das neue Interface und so alles aussieht. Da wird es die ersten Bilder von Homecoming geben. Ich bin wirklich gespannt drauf. Was wurde noch so ein bisschen gesagt zu Homecoming? Erstmal, das komplette Interface für Gwent soll wieder überarbeitet werden. Alles Mögliche. Das Deckbilder-System soll wieder überarbeitet werden. Vielleicht haben wir dann wieder ein altes Deckbilder-System, ich weiß es nicht. Oder wir hatten ja früher immer so eine Anzeige, dass ich jetzt nachhaltig mit Bildern in die Videos reinhaue. Wir hatten früher immer diese kompletten Decks ausgezeigt in diese Reihen. Und ich weiß nicht, ob das nochmal so wiederkommt, aber auf jeden Fall dieses ganze Deckbilder-Ding soll sich nochmal ändern. Das Interface allgemein soll sich nochmal komplett ändern. Homecoming wird Gwent, wie schon gesagt, komplett neu auflegen. Und das sind so ein paar kleine Änderungen. Der Mulligan-Screen soll sich auch wieder verändern. Früher war es ja beim Mulligan-Screen so, man hatte die Karten in einer Reihe, musste die ganze Zeit, es war extrem lästig, immer hin und her scrollen, damit man seine ganze Hand sieht. Jetzt haben wir diese ganze Hand auf einem Blick. Dieses ganze Ding soll sich aber nochmal ändern. Ich bin gespannt, wie. Vielleicht kriegen wir ein paar mehr Informationen in diesem Mulligan-Screen, was vielleicht auch für Neueinsteiger relativ cool wäre. Wir werden es sehen. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie sich dieses ganze Ding ändern wird. Was gibt's noch? Es werden Achievements kommen. Allerdings sind diese Achievements, wie im Forum angekündigt, nicht so wie vielleicht bei manch anderen Spielen, sondern es sollen besondere Achievements sein. Was man sich darunter vorstellen kann, Achievements sind einfach Erfolge. Wenn man irgendwas geschafft hat, kriegt man einen Erfolg und der gibt vielleicht besondere Belohnungen. Es wurde sich auch gewünscht, dass man vielleicht besondere Avatare durch diese Achievements freischalten kann, damit man halt zeigen kann, hey, hier, ich habe jetzt so ein Achievement gemacht, aber da wurde noch nichts offiziell bestätigt. Ich denke mal eher nicht. Es sollen eher so eine herausragenden Achievements sein, besondere Achievements. Was man sich genau darunter vorstellen kann, ob es dafür irgendwelche Belohnungen gibt, werden wir sehen. Vielleicht gibt es ja Achievement mit, man muss 10 Ranglistenspiele mit irgendeinem bestimmten Deck gewinnen, mit irgendeiner bestimmten Kartenkombination. Das würde auf jeden Fall immer die Meta ein bisschen auffrischen. Das ist so ein Ding, was auch mit Homecoming kommen soll.
Dann gibt es noch eine Information zu den Anführern. Momentan ist es ja meistens so, dass wenn man gegen einen Anführer spielt, schon so ein bisschen vorausahnen kann, welches Deck man mit diesem Anführer erwarten kann. Natürlich, es gibt immer wieder Variationen. Manche Anführer bieten halt optional für mehrere Decks Fassungen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so was wie ein Harald antrete, dann weiß ich sofort, der Gegner wird höchstwahrscheinlich ein Axtmänner-Deck spielen. Das sollte sich auch ein bisschen mit Homecoming ändern. Die Anführer allgemein sollen vielseitiger werden. Ein Anführer sollte für mehrere Decktypen da sein. Mal gucken, ob das klappt. Das ist immer wieder so eine Sache. Es gibt momentan halt viele Anführer, die gespielt werden, einfach nur, weil sie die stärksten in der Fraktion sind. Es gibt Anführer, die sehen wir fast gar nicht. Harald sehen wir zum Beispiel fast gar nicht. Francesca sehen wir zum Beispiel fast gar nicht. Radovid ist auch ziemlich selten, meistens Foltest oder Hänselt. Und ja, das soll sich vielleicht ein bisschen ändern. Es sollte ja auch noch so gemacht werden, dass der Coinflip über diese Anführer ein bisschen gebalanced wird, dass vielleicht ein Anführer gleichzeitig einen Speedwert hat und ein stärkerer Anführer vielleicht als erstes ziehen muss, wohingegen ein langsamerer Anführer als zweites ziehen muss. Ne? Also Hänselt hat schon extremes Tempo-Play, der müsste vielleicht immer anfangen, aber sowas wie ein M hier, der nochmal eine Karte zurück auf die Hand nimmt, ist ein bisschen langsamer, das heißt, dieser wird wahrscheinlich dann als zweites ziehen. Das ist so eine Option. Wir werden uns angucken, was sie natürlich mit den Anführern machen. Wir können es aber erst genau sehen, wenn der PTR rauskommt. Und ich bin gespannt, ob sich diese Vielseitigkeit durchsetzen wird oder ob es dann wieder für jeden Anführer meistens nur einen festen oder zwei feste Deckarten geben wird, die sich halt über alle anderen durchsetzen, weil sie eben stärker sind. Das Deckbauverhältnis soll sich auch noch ändern. Es wurde mal besprochen, Deckbau, so wie es wir kennen, sollte geändert werden. Momentan ist es ja so, wir können vier Goldkarten reinpacken, sechs Silberkarten und Bronzekarten, bis wir an das 40-Karten-Limit kommen. Das sollte sich allerdings auch ändern. Es gab mal so die Diskussion, ob sie es vielleicht ändern wollten mit Punkten, dass jede Karte, eine Goldkarte vielleicht viele Punkte kostet, eine Silberin nicht so viel, eine Bronze ist relativ billig und dass man bestimmte Punkte hat, um sich dein Deck zusammenzubauen. Das heißt, man könnte vielleicht fünf oder sechs Goldkarten spielen, müsste dann aber auf ein paar Bronze oder auf ein paar Silberkarten verzichten. Wie sich dieses ganze Deckbau-Ding ändern wird, ist halt auch nochmal schwer abzuwiegen. Es kann halt wirklich sein, dass diese Limitierung aufgehoben wird, aber dass trotzdem noch eine feste Deckgröße bestehen muss. Das heißt, man kann jetzt nicht ein Deck nehmen mit 10 Goldkarten. Das wäre ein bisschen, naja, auch ein bisschen doof, weil dann müsste man halt natürlich mit den 10 Goldkarten gewinnen. Ich bin gespannt, wie sie das Deckbau-Ding ändern, ob es weiterhin noch diese festen Limitierungen sind. Die gefallen mir eigentlich relativ gut. Ich finde dieses auch maximal 4 Goldkarten in einem Deck sehr angenehm, vor allem für Free-to-Play-Spieler, weil in so ziemlich fast jedem anderen Kartenspiel. Oh nö. Also ziemlich in fast jedem anderen Kartenspiel ist es dann so, wenn man zum Beispiel Magic spielt oder wenn man zum Beispiel Hearthstone spielt, dann tritt man halt als neuer Spieler gegen Leute an, die haben in ihrem Deck über 10 legendäre oder Goldkarten. Und das ist ein bisschen frustrierend, das bin ich ganz ehrlich. Ich mag dieses Free-to-Play-Verhältnis von Gwent. Es ist wirklich relativ angenehm zu spielen. Und ja, der letzte Punkt, den es noch so ein bisschen im Forum gab, es gibt schon eine neue Fraktion. Diese neue Fraktion ist schon gemacht worden. Wir wissen allerdings nicht, welche Fraktion es ist. Es wurde ja immer gesagt, Toussaint würde sich gewünscht, aber Toussaint soll zu Nilfgaard gehören. Und ich denke auch, dass das erste Expansion-Set, was wir für das Witcher-Card-Game sehen, Blood and Wine, Toussaint in Nilfgaard reinbringen wird. Das heißt, Toussaint wird wahrscheinlich nicht die neue Fraktion. Es wird irgendeine andere sein. Wir sind auf jeden Fall mal gespannt, was die neue Fraktion ist. Die Fraktion wurde allerdings erstmal zurückgelegt. Sie wird auch nicht sofort mit Homecoming rauskommen. Sie wird ein bisschen später rauskommen. Aber ja, eine neue Fraktion wurde schon gemacht. Ich habe es schon mal gesagt. Und die neue Fraktion ist auch schon fertig. Wird allerdings momentan noch zurückgehalten, weil alles noch geupdatet wird. Das sind so ein paar kleine Informationen, die man wieder aus ein paar Forum-Posts rausbekommen hat. Jetzt nichts wirklich Tolles, nichts wirklich, um eine Talk-Folge zu füllen. Von daher habe ich es nicht wirklich in diese Talk-Folge oder eine Talk-Folge darüber gemacht, weil es war halt einfach zu wenig Informationen. Ich denke mal, wenn wir die ersten Informationen für Gwent sehen am Open, dann werde ich dazu explizit nochmal ein Talk-Video machen. Werde so darüber sehen, was wir da alles gesehen haben, wie ich es mir vorstellen kann. Ja, das ist es halt. Das war im Prinzip auch schon dieses Premium-Fass-Wochenende-Informationsvideo, möchte ich es fast nennen. Es ist nicht wirklich eine Talkrunde gewesen, ein paar Informationen.
Ich möchte mich trotzdem nochmal bedanken, dass ihr weiterhin fleißig zu Gwent schaut. Und jetzt geht es halt noch darum zu klären, wie machen wir die nächsten 3 Monate weiter. Momentan ist es so, dass ich halt alle 2 Tage eine besondere Folge rausbringen will. Meistens sowas wie Konter, Deckschmiede oder vielleicht eine Talkrunde. Wobei Talk ist meistens sehr spontan, weil Informationen sollten möglichst schnell kommen. Und ja, momentan ist es so, wir haben ziemlich viele Decks schon gemacht. Wir haben noch ein paar Deckschmiedenfolgen. Man könnte noch ein Schubdeck für jede Fraktion machen. Man könnte noch ein paar Konter-Videos machen, aber wie soll es eurer Meinung nach weitergehen? Ihr könnt jetzt halt so sagen, was wollt ihr für Content sehen? Wollt ihr vielleicht täglich eine Ranked-Folge sehen, wo ich einfach nur 2 Spiele mache? Wollt ihr mehr Deck schmieden? Wollt ihr mehr Konter-Folgen sehen? Und was ich mir auch noch so gedacht habe, es gab immer wieder Leute, die haben mir ihre Decks geschickt, haben gesagt, dieses Deck spielen sie momentan, finden sie relativ toll. Ob ich mal diese Decks in der Folge auch zeigen soll? Ich habe es mir nämlich überlegt, dass ich die Decks in der Folge mal spiele, so ein bisschen mehr angucke, was die Leute mir da schicken, dass ihr mir halt Decks schicken könnt, die ich spielen soll. Oder vielleicht so eine Herausforderung stellen soll, wie, ja, ich weiß es nicht, irgendeine Herausforderung, dass ich mal so ein Deck mache und so ein Deck baue, halt so, dass ihr mir was schickt, ich versuche daraus was zu machen und das dann auch sozusagen alle 2 Tage bringe. Denn mit Deckschmieden und Konterfolgen werden wir die nächsten 3 Monate nicht auskommen. Das ist ein bisschen kritisch. Irgendwann werden die Folgen halt auch ausgehen. Es wird nicht so viele Decks und so viele Kontermöglichkeiten geben, dass man damit die nächsten 3 Monate noch rumkriegen kann. Ich hoffe halt, dass relativ bald der PDR kommt. Aber das müssen wir so ein bisschen absehen. Das war es auf jeden Fall mit dieser kleinen Informationsrunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht hat es euch ein bisschen geholfen. Und wenn nicht, dann ja, kann ich auch nichts dran ändern. Sagt mir, ob ich das Open Restreamen soll. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao.